Habt ihr auch schon mal jemanden mit solch einem Stab herumlaufen sehen? Da ist eine Kamera drauf, eine 360-Grad-Kamera. Und alles Relevante dazu erkläre ich euch nach dem Intro. So, von der Firma Insta haben wir mehrere Produkte zugeschickt bekommen und im Wesentlichen geht es um die Insta 360 One X2 inklusive Zubehör. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, das ist dieses Gerät. Na, hier raus. Das ist also nichts anderes als eine 360-Grad-Kamera. Einige haben das ja schon gesehen in unseren Filmen, gerade auf dem Matterhorn, und haben uns darauf angesprochen, was das, wie wir diese Fotos oder diese Videos gedreht haben. Und das will ich euch heute ein bisschen demonstrieren. Aber zunächst möchte ich einmal sagen, was wir alles an Material zugeschickt bekommen haben. Also einmal ist es diese Kamera, die sehr hochwertig ist. Darunter ist ein Schuh. Der gehört hier zu diesem Ständer, den man irgendwo hinkleben kann, also zum Beispiel in einem Fahrzeug oder auf einem Tisch. Und da haben wir eine Schnellsteckverbindung. Man kann die Schnellsteckverbindung aber auch auf diesem magischen Stab hinmachen, wie es ich gemacht habe. Und dann ist die Kamera da schnell aufgezogen oder auch wieder abgenommen. Das ist der sogenannte magische Stab, der unsichtbare Stab. Den demonstriere ich euch auch gleich. Dann haben wir dazu bekommen eine Schutzkappe, die mir auch schon Ärger bereitet hat. Nicht in der Form, dass sie ihren Zweck nicht erfüllt, den erfüllt sie sehr gut, weil sie schützt nämlich diese Objektive. Aber man muss sie dann natürlich vom Filmen auch abziehen, denn sonst hat man nur ein schwarzes Bild. Kleiner Hinweis. Dann haben wir dazu bekommen diesen Ständer. Den kann man hier unten anschrauben und dann kann man hier nochmal ausziehen. Ist natürlich sehr gut, wenn man die Kamera nur aufstellen will, um die Umgebung zu filmen. Und dann haben wir hier noch ein Teil bekommen, dass man die Windschutzscheibe andocken kann. Dann kann man sie im Auto, kann man sich und die Straße außen filmen, wie eine Dashcam, die auch innen filmt. Verwenden wir wahrscheinlich weniger, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Profigerät, wie wir die DRV-Aufnahmen gemacht haben. Die Leute vom Fernsehen haben genau das gleiche verwendet. Und dann praktischerweise kann man noch ein Etui dazu bekommen, wo man dann die Kamera gut aufbewahren kann, damit sie geschützt ist. Und was man mit der Kamera machen kann, neben dem, was ihr schon gesehen habt und ein paar kleinen Episoden, das zeigen wir euch jetzt. So, ich habe jetzt hier fünf Teile. Das sind tatsächlich fünf Teile. Als erstes haben wir hier diesen magischen Stab. Dann haben wir noch hier eine Verlängerung bzw. einen Ständer darunter stehen zum drunter schrauben. Dann haben wir hier den praktischen Stellverschluss. Da ist die Kamera praktisch mit einem Klick drinnen. Und dann haben wir hier was ganz Wichtiges, was man abziehen sollte, wenn man filmt. Was ich ja auch schon vergessen habe. Das ist die Schutzkappe. Die ist wichtig, dass das Objektiv nicht beschädigt wird. Aber vorm Filmen muss man immer dran denken, dass man die abnimmt. So, und jetzt probieren wir mal Folgendes aus. Ich ziehe diesen magischen Stab aus und der verschwindet ja dann. Ich spiele da die Bilder dazu ein. Nehmen wir mal auf. Dann ist gleich losgehen. Aufnahme beginnt. Nimmt schon auf. Und jetzt halte ich den Stab praktisch so hoch. Da sieht man jetzt den Gürtel auf der einen Seite und mich auf der anderen Seite. So, und jetzt probiere ich einfach aus, wie das aussieht, wenn ich den mit dem Stab verlängere, indem ich den Ständer drunter schraube. Da sieht man wieder den Gürtel auf der einen Seite und mich auf der anderen Seite. Jetzt mache ich noch eins, denn der Ständer lässt sich noch hier ausziehen. Dann habe ich es noch mal ein Stück länger. Und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. So,
So, das war das eine, die eine Szene, die ich jetzt dann bearbeiten werde und dann euch einspielen werde. Und jetzt will ich noch eine andere Szene mit der Ursi zusammendrehen. So, und hier haben wir jetzt wieder den ganz ausgezogenen Stab. Da sieht man jetzt hier auch die Verlängerung und die Verlängerung ist auch nochmal ausgezogen. Und jetzt filme ich mich selbst. Und jetzt schauen wir uns dann an, ob auch der Stab mit dieser Verlängerung unsichtbar ist. Denn ihr habt ja schon gesehen, dass das einen ganz schönen Unterschied macht, ob ich praktisch dieses Teil drunter noch anschraube und damit noch mehr einfangen kann, weil ich einfach einen größeren Bewegungsspielraum habe mit der Kamera. Schauen wir uns jetzt an. Also zur Insta 360 gibt es diese Insta 360 Studio 2020. Haben wir das drauf am Bildschirm? Also da gibt es diese Insta 360 Studio 2020 drauf und ich habe jetzt hier mal dieses Video hochgeladen und ihr seht, wenn ich gar nichts mache. Ich will deine Zähne zeigen, da ist auf der einen Seite die Ursi, auf der anderen Seite ist den der Ellen. Den mache ich jetzt mal weg, dann rede lieber ich, ja. Und da seht ihr, da bewegt sich gar nichts. Da halte ich jetzt die kurze Ansprache und stelle ich gleich die Kamera auf und da ist gar nichts. Ich kann aber hier schon rumdrehen, ja, und man sieht, also hier schon, dass das eine 360 Grad Aufnahme ist. Aber wie erstelle ich jetzt einen Film daraus? Das ist ganz einfach. Und da muss ich jetzt den Ton wieder zuschalten, damit ich dann auch sehe, wo es ist. Wir fangen da unten an. Und dann machen wir mal hier gleich einen Punkt drauf auf die Ursi. Dann sagen wir, wenn ich den ersten Satz sage. So, wir wollen jetzt eine Szene zeigen. Da ist auf der einen Seite. So, und dann machen wir jetzt den zweiten Punkt und dann tun wir gleich ein bisschen auf die Ursi zu zoomen. Seite die Ursi auf der anderen Seite. So, und dann wollen wir ja, dass ich ins Bild komme. Seite ist der helle. So, machen wir da einen Punkt rein. Dann rede jetzt ich. Und die Kamera stellen. Ich kann dann auch noch ein bisschen rauszoomen. So, können wir so machen. In die Mitte, die Ursi läuft auf mich zu. Wir gehen gemeinsam dann zum Gustl und wollen dann schauen, wie die Kamera das einfängt. So, dann setzen wir da einen neuen Punkt. Dann drehen wir das Ganze da Richtung Ursi, weil da kommt jetzt dann die Kamera hin. Da zoomen wir noch ein bisschen raus. Dann sieht man, wie ich die Kamera aufstelle. Probieren wir es mal. Stellen wir die Kamera hier auf. So, jetzt steht die Kamera, jetzt machen wir hier wieder einen Punkt, zoomen ein bisschen auf die Ursel zu, auf die Ursi, so, lassen das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen, so, und dann setzen wir hier den nächsten Punkt, können wir dann noch ein bisschen auf die Ursi zoomen, und jetzt können wir dann eins machen, dass wir sagen, mit und dann ein wenig raus, die Ursi soll jetzt verfolgt werden. Dann lassen wir das Ganze noch mal eine Sekunde laufen. Dann schalten wir den Verfolgungsmodus ein. Und markieren die Ursi. Und sagen, verfolg sie. So, und jetzt läuft die Kamera mit der Ursi mit. Es geht jetzt ein bisschen langsam. Warum das so langsam geht, weiß ich nicht. Normal geht es etwas schneller. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu viel Information, die ich Ihnen gegeben habe. Aber ihr seht, die Kamera ist zentriert auf die Ursi. Nimmt uns beide mit. Da stoppen wir und dann wird das Ganze mal abgespeichert. Das kann man sogar in Codierungsform H265 speichern, was das modernste ist. Und dann speichern wir das unter Test 2. So, wir wollen jetzt eine Szene zeigen. Da ist auf der einen Seite die Ursi, auf der anderen Seite ist der Helle. Und die Kamera stellen wir in die Mitte. Die Ursi läuft auf mich zu.
Wir gehen gemeinsam dann zum Gustl und wollen dann schauen, wie die Kamera das einfängt. Probieren wir es mal. Stellen wir die Kamera hier auf. So, und jetzt machen wir das Ganze, wie man es manuell nachfüllen kann. Also ich nehme hier mal wieder dieses Keyframe raus. Das da, die Lede, so, weg ist. Das heißt, wir sind wieder hier, wenn die Ursi da steht. Und wir schauen jetzt mal, da steht sie. Moment, wir lassen sie noch ein bisschen anders da stehen. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. So, stellen wir sie ein bisschen darüber. Ja, und dann setzen wir hier ein neues Keyframe. So, und jetzt läuft sie gleich los. Du musst sie da schon mal ein bisschen nachziehen. Sind wir manuell, lassen wir sie weiterlaufen. Ah, jetzt geht sie nochmal zurück. Ja, Ursi, was magst du? Aber das ist okay, das kann man so lassen. Ne, da muss man noch ein bisschen nachziehen. So. Setzen wir nochmal neu. So. Und dann ziehen wir da schon mal ein bisschen nach. So, nochmal ein bisschen nachziehen. Und ein bisschen rausgehen. So, neues Keyframe setzen. Hoffentlich läuft es jetzt nicht an mir vorbei. So, dann ziehen wir da schon ein wenig nach. Setzen wir das nächste Keyframe. Noch ein wenig weiter nach und können schon wieder ein wenig reinzoomen. Und natürlich die Kussszene muss etwas näher gemacht werden. So. Und jetzt schauen wir uns mal den Testlauf an, wie das geworden ist, diese letzte Szene mit dem Nachziehen. Halb so kurz, oder? So, und das schneiden wir jetzt mal zusammen, machen es als Film und dann kriege ich das dann nochmal zu sehen. So, wir wollen jetzt eine Szene zeigen. Da ist auf der einen Seite die Ursi, auf der anderen Seite ist der Helle. Und die Kamera stellen wir in die Mitte. Die Ursi läuft auf mich zu. Wir gehen gemeinsam dann zum Gustl und wollen dann schauen, wie die Kamera das einfängt. Probieren wir es mal. Stellen wir die Kamera hier auf. Hier kommt ein Beispiel aus einer Gondel heraus.
Natürlich Voraussetzung, dass ein kleines Fenster offen ist. Hier habe ich die Kamera herausgehalten und mich praktisch und die Gondel von außen gefilmt. Im Anschluss seht ihr einen kleinen Ausschnitt, wie wir Videos mit dem Fahrrad drehen. Reicht es? Müsste langen, ja. So, jetzt drehen wir rum. Und dann fahren wir schön übereinander. Ja, hier geht es sowieso hoch. Ist eine schöne Gegend hier. Ja. So, fahren wir gemeinsam los. Ist es soweit? Einen Moment, ich muss noch runterschalten. Okay. Ja. Also wenn wir das jetzt haben, Ossi, dann fahren wir schnell nach Pullingen rein, suchen wir uns eine Pizzeria oder was, oder? Oh, das ist eine gute Idee. Hab jetzt auch Appetit. Oh Das würde ja. mich freuen, ja. Das ist wunderbar. So, fahren wir nochmal zurück, machen wir es nochmal, oder? Ja. Bist du soweit? Ja. Also Ossi, warte mal, ich fahre hier vorbei. Ich würde sagen, jetzt fahren wir dann nach Pullingen rein, dann suchen wir uns eine Pizzeria, oder? Oh ja, prima Idee. Da habe ich richtig Appetit drauf. Ich auch. Ja, super. Uah. Ja. So, dann haben wir es. Ja. Dann mache ich das Mikro jetzt aus, oder? Gleich, gleich. So, und wenn man das aufgenommen hat, dann holt immer noch einer die Kamera ab. Und das bin in der Regel ich, weil Madame gibt nur die Regieanweisungen. Aber ich habe auch schon die Kamera aufgestellt und wieder geholt, gell? Wenn du nämlich mit dem Gustl dran vorbeigefahren bist. Das stimmt. Ja. Und das war manchmal teilweise lustig. So, jetzt wisst ihr, was es auf sich hat, wenn jemand mit so einem Stab durch die Gegend läuft, ja? Wie findest du die Kamera? Gar nicht mal so schlecht, ja. Also sie macht tolle Aufnahmen, die man wunderbar zusammenfügen kann. Man hat einige zusätzliche Möglichkeiten. Für uns bedeutet das jetzt noch mal eine Kamera mehr, weil wir schon genug haben. Aber ich muss sagen, die Bilder, die teilweise abliefert, die sind es wert, diesen Mehraufwand zu betreiben, und wir hoffen, ihr erfreut euch an den Bildern. Ja, und jetzt zum Schluss zeigen wir euch noch ein Gimmick, was ich eigentlich als Spielerei betrachte, aber was ich schon so von anderen gesehen habe, kommt es ganz gut an, und sowas wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, also erst einmal sage ich, alles, was hier zu den Produkten geht, ist unten verlinkt. Ja? Das sagt die Daumen Karte. unten. Nein, mit Finger unten. Ist alles verlinkt. Über den Hersteller könnt ihr da teilweise rabattiert beziehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentarleiste. Jetzt kommt noch das kleine Klick. Die kleine Spielerei. Die kleine Spielerei. Und wir verabschieden uns von euch und melden uns bald wieder. Ja, also, tschüss, macht's Macht's gut. gut.